Hallo, in dem Video möchte ich euch heute zeigen, wie man das perfekte Spiegelei machen kann. Sicherlich kennt ihr das. Dem einen ist das Ei zu angebrannt oder das Eigelb sieht einfach nicht schön aus. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und so könnt ihr euer Spiegelei zum Frühstück wirklich gut selber machen. Als erstes nehmt ihr erstmal ein normales Ei, das schlagt ihr hier auf. So. Und dann müssen wir das Eiweiß vom Eigelb trennen. Das machen wir, indem wir das so ein bisschen hin und her kippen. So. So, das sieht soweit schon ganz gut aus. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch eine Pfanne und müssen da das Fett vorerhitzen. Und ja, dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Ja, wir erhitzen nun ein bisschen Fett in der Pfanne, also Öl habe ich genommen. Und wenn das warm ist, dann geben wir das Eigelb, was wir zuvor getrennt haben, in die Pfanne rein. Und das Eigelb wird jetzt schon mal gesondert angebraten dann. Ich kippe das jetzt hier vorsichtig mal rein. So. Und jetzt lassen wir das so dolle braten, bis es dann erstmal richtig weiß wird. Und dann können wir vorsichtig das Eigelb dazugeben. Wir warten jetzt mal kurz ab und ich zeige euch dann gleich, wie es weitergeht. So, das Eigelb ist jetzt schön weiß geworden schon. Also das heißt, es ist gut angebraten. Und jetzt gebe ich vorsichtig mein Eigelb dazu. Das muss ich vorsichtig machen, damit es nicht zerläuft. Also ganz vorsichtig drauflegen. So, zack, drin ist es. Und jetzt braten wir das Ganze noch ein bisschen weiter. Was wir zwischendurch schon mal machen können, ist, dass wir das Ei auch würzen. Das heißt, ich nehme ganz normalen Salz und das salze ich aber wiederum nur auf dem Eiweiß. Das Eigelb wird ja nicht mitgesalzt. So. Und als zweites nehme ich dann noch mal ein bisschen Pfeffer. Das kann auch wiederum aufs Eigelb, wenn man möchte. Ich mache es aber auch nur hier so ein bisschen aufs Eiweiß. So. Nur je nach Gusto, wie man das mag, kann man sich das, wie gesagt, noch würzen. Das ganze Eigelb hat jetzt ungefähr eine Minute vorher, das Eiweiß, Entschuldigung, hat vorher eine Minute gebraten. Und jetzt mit dem Eigelb zusammen lasse ich es nochmal so 1,5 Minuten braten und dann sollte das Ei auch schon fertig sein. Ja, das Ei ist jetzt fertig. Ich finde, es sieht wirklich gut aus. Man kann genau richtig erkennen, dass hier in der Mitte ein festes, schönes Eigelb ist, so wie das beim Spiegelei auch sein soll. Und das Eiweiß drumherum ist auch gut durchgebraten. Ja, probiert es mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.